Lehrer Jonas Behlke hat heute mal nicht so viel zu sagen. Das überlässt er einem Gast. Sigmar Faust ist Zeitzeuge und erzählt heute aus seinem Leben. Denn Faust hat viel erlebt. Er ist 1944 geboren und hat das DDR-Regime miterlebt. Als Künstler und Schriftsteller wurde er von der Staatssicherheit verfolgt, bis zur Inhaftierung. Er hatte auch einen Aufenthalt im ehemaligen Zuchthaus in Cottbus. Seine Erfahrungen in Einzelhaft gibt er an die Schüler weiter. Und die sind interessiert. Vor allem auch das halt mit der Einzelhaft, was mich ja eigentlich so interessiert hatte, was man dann eigentlich so diese 700 Tage alleine in dieser Zelle macht. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, was ich da jetzt so genau mache. Und ja, sehr interessant, dass er da halt dann mit den Leuten kommunizieren konnte und halt auch allgemein, halt, um die Langeweile sich zu vertreiben, halt bis 1000 gezählt und wieder runter. Und allgemein sein Leben war sehr interessant, sagen wir mal so, ja. Ja, das war also sehr spannend für mich. Ich finde es auch immer sehr berührend und bewegend, wenn halt ein richtiger Zeitzeuge da ist und wenn nicht nur der Lehrer was erzählt. Lehrer Jonas Behlke kann die Fragen seiner Schüler nachvollziehen, denn er kennt Sigmar Faust bereits. Vor etwa 7 Jahren ist er selbst noch Schüler gewesen und hat sich Fausts Geschichte angehört. Für sein Projekt Hitler, Honecker, Höcke hat er den Kontakt gesucht und Sigmar Faust eingeladen. Jetzt steht er auf der anderen Seite und erlebt eine Zeitzeugenbefragung als Lehrer. Wie ist das denn eigentlich allein in so einer Zelle? Was gab es zu essen? Und wie fühlt man sich dort? Also genau das, was die Emotionen ausmacht, was auch irgendwie begreiflich für Schüler ist. Denn die großen politischen Zusammenhänge, die sind immer ein bisschen schwerer zu verstehen. Aber insofern ist es natürlich spannend zu wissen, wie fühlt man sich? Und das haben wir damals gefragt und das fragen die Schüler heute auch. Und genau dafür sind Zeitzeugen da. Sie vermitteln ihre Erfahrungen. Das treibt auch Sigmar Faust an. Man will ja das den nächsten Generationen weitergeben. Und das sind ja der Sinn von Gedenkstätten und allem. Und solange noch Zeitzeugen leben, das war ja, ich habe das ja auch noch erlebt, wenn da jemand aus dem KZ in die Schule kam, Mann, das hat ja einen ganz anders beeindruckt, als wenn das der Lehrer bloß so aus dem Schulbuch. Und, ja, das ist unsere Stärke und irgendwann ist es vorbei. Denn irgendwann kommt der Tag, da wird es keine Zeitzeugen aus der NS- oder DDR-Zeit mehr geben. Dann wird darüber nur noch in Filmen und Interviews gesprochen. Bis es soweit ist, können Schüler aber noch mit echten Menschen reden. So wie die 9- und 10-Klässler des evangelischen Gymnasiums.